Ja, herzlich willkommen im Degginger unter wieder mal erschwerten Bedingungen. Mein Name ist Bernd Rohloff, ich bin erster Vorsitzender des Architekturkreises und Veranstalter einer Reihe von Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen im Degginger und habe heute die große Freude, eigentlich ein besonderes Format zu präsentieren von einer ganz tollen Initiative unter Beteiligung der Hochschule in Regensburg, nämlich die Initiative des Parkhaus-Kollektivs, die für Regensburg, ich sage jetzt mal von unten, ein Projekt begonnen haben und bearbeiten, das sich mit einem ganz kleinen Gebäude in einem wichtigen Park beschäftigt. Ich fand eigentlich diese Initiative von Anfang an ziemlich interessant, weil da jemand mal, was wir ja beim Architekturkreis immer gerne machen, immer nur quatschen, weil da jemand sagt, nee, quatschen ist nicht, wir machen jetzt was. Und ich bin froh, dass wir als Verein diesem Kollektiv eine Bühne geben können und deshalb halte ich mich auch nicht lange auf. Ich begrüße einfach nur die Eva und den Aaron, die hauptsächlich durch diese Veranstaltung führen werden und das Projekt vorstellen werden. Und wünsche allen einen schönen Abend, viel Vergnügen und die Bühne gehört euch. Ja, vielen Dank, Bernd. Vielen Dank auch an den Architekturkreis und an das Degginger, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, unser Projekt hier vorstellen zu können. Ja, auch erstmal von uns ein ganz herzliches Hallo an alle. Wir haben schon viele bekannte Gesichter gesehen. Schön, dass ihr da seid. Hallo auch an den Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das hier ist unser erster Vortrag so in dieser Konstellation und Zusammensetzung. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen nervös, nimmt uns das nicht übel. Wir sind froh, dass wir jetzt einfach hier sein dürfen und das wird jetzt eine gute Zeit. Genau, ja, der Vortrag, der geht auch ziemlich ins Detail und wird manchmal ein bisschen kompliziert. Deswegen, falls ihr Fragen habt, merkt ihr euch einfach, notiert ihr vielleicht auch und dann haben wir nach dem Vortrag noch Zeit, die miteinander zu besprechen. Ich gebe euch einen ganz kurzen Überblick, was jetzt auf euch zukommt. Ich führe euch so ein bisschen ein, wer sind wir überhaupt, wie sind wir zu dem Projekt gekommen. Dann wird der Jakob auf das ISEC, das ist das integrierte Entwicklungskonzept für den inneren Südosten, euch vorstellen und näher darauf eingehen. Am Ende dann auch konkret auf den Ostpark verweisen. Eva und ich machen dann die Hinführung zum Entwurf, zu dem konkreten Entwurf, was wir uns gedacht haben. Und der Jakob rundet das Ganze dann ab und stellt dann die Umsetzung vor, wie wir uns das vorstellen, wie das umgesetzt werden könnte. Genau, erstmal zu uns. Wer sind wir eigentlich? Nächste Folie. Hier. Wir sind Eva Hiel, Miriam Schrott, die ist online dabei, die sitzt gerade in Lissabon. Moritz Heuberger, der ist hier rechts oben im Bild, der sitzt gerade in Bukarest, der ist auch online mit dabei. Und Jakob Friedl, stadtforschender Künstler. Und ich, wir sind quasi das Parkhaus-Kollektiv und wir vier Studierende, also Miriam, Eva, Moritz und ich, haben uns über den letzten Sommer ja, konkret mit einer Konzeptstudie zu der ehemaligen Gartenamtsunterkunft im Ostpark beschäftigt. Ja, wir vier studieren im fünften Semester an der OTH in Regensburg und haben uns dieses Jahr im Frühling haben wir uns ja, zusammengetan und haben uns irgendwie auf die Suche begeben nach einem Ort, wo wir zusammen sein können, wo wir zusammen studieren können, wo wir uns austauschen können, ja, uns auch kreativ ausleben können und haben im Zuge dessen ja, viele Telefonate geführt mit Gruppierungen, mit Parteien, mit Leuten, die uns vielleicht auch uns auch was anbieten wollen, haben dann sogar eine Zeitungsanzeige geschalten, daraufhin Angebote bekommen, wir hätten ein ganzes Grundstück kaufen können für 800.000 Euro für Architekturstudierende, die einfach nur einen Raum wollten. Also skurrile Sachen. Sind dann glücklicherweise, darüber sind wir heute immer noch sehr glücklich, auf das Riebieselhaus gestoßen. Ich glaube, viele von euch kennen das bereits.
und auch auf den Jakob gestoßen, der uns quasi die Möglichkeit gegeben hat, dort einen Platz zu finden. So. Im Liebeselhaus treffen verschiedenste Vereine zusammen. Die Friday for Future-Bewegung aus Regensburg, die Seebrücke, die Computerspende. Und das Liebeselhaus bietet einfach Platz, sich auszuleben, sich auszutauschen, Projekte zu organisieren, ja, und kreativ zu wirken. Wir vier haben in dem Haus den Bereich im ersten Obergeschoss bekommen. Das ist der Bereich vorne an der Fassade. Und ja, wie wir Architekturstudierende halt so sind, wir haben uns angefangen, den anzueignen. Das heißt, wir haben diesen leeren Raum irgendwie in einer Art und Weise auch gefüllt. Der Moritz, unser Zimmerer, der hat uns dann im ersten Schritt erstmal gezeigt, wie man ordentliche Tische baut. Also relativ einfache Konstruktion mit den Holzresten, die da im Riebieselhaus rumlagen, hat er uns gezeigt, wie man das macht. Die Tische sind quasi so eine kleine Büroeinrichtung, um einfach ja, seine Technik da aufzustellen, zu zeichnen, zu diskutieren. Im nächsten Schritt hat man das Ganze dann gefüllt mit Bildschirmen, Laptops, Zeichenpapiere. Ja, die Computerspende, die ja damals auch noch in dem Haus war, hat uns dann auch unterstützt mit Bildschirmen und Druckern. Also wir waren da super ausgerüstet. Da nochmal ein riesen Dank an die Computerspende, dass ihr uns da so unterstützt habt. Ja, nach einer gewissen Zeit in diesem Haus und in diesem Raum haben wir uns dann gefragt, ja, wo sind wir eigentlich? Wir sind in dem Pufferkreis um Regensburg, um die historische Altstadt, gar nicht weit weg, also fußläufig vom Dachauplatz, so circa 5 Minuten. Wir gehören aber nicht mehr so richtig zur Altstadt dazu. Uns ist aufgefallen, dass es da ganz anders ist als in der Altstadt. Also wir sind zwar nicht weit weg, aber da ist es total ruhig. Wir haben da irgendwie so einen Platz für uns gefunden, wo man in Ruhe konzentriert arbeiten kann. Und wenn man nur 5 Minuten weitergeht, dann ist der Trubel relativ groß. Und wir haben dann irgendwie für uns so rausgefunden, dass es sich in Regensburg schon sehr auf die Altstadt konzentriert. Da gibt es beispielsweise im Sommer das Phänomen, dass da ganz automatisiert irgendwie aus allen Stadtteilen die Leute in die Regensburger Altstadt pilgern, um an der Donau zu sitzen. Also sei es Studierende, sei es Arbeitende, sei es Familien. Ist ja auch total verständlich, ist ja auch ein ganz schöner Ort da. Und die sitzen da, trinken dann ein Kaltgetränk und tauschen sich aus über den Tag, wie war der Tag. Und zu späterer Stunde konzentriert sich das dann in die Altstadt, auf die Plätze, die zur Verfügung stehen in der Altstadt. Hier jetzt mal exemplarisch der Bismarckplatz. Genauso das gleiche Bild wäre jetzt auf dem Neupfarrplatz zu denken oder aber auch auf dem Heidplatz. Wir finden das auch relativ nachvollziehbar, weil als junger Mensch oder ja, trifft man sich in der Stadt, ist ja klar, man sagt, wir treffen uns am Bismarckplatz, jeder weiß, wo es hingeht, so, jeder weiß, was da geboten ist, ist einfach gut da so. Zu späterer Stunde, wenn das Ganze dann auch lauter wird von der Lautstärke, gibt es dann meistens ein Aufeinandertreffen auch mit den Bewohnern und gleichzeitig auch mit der Polizei. Wie ich gerade schon gesagt habe, können wir irgendwie die Gruppe schon verstehen so. Es gibt wenig andere Flächen in Regensburg, in denen die jungen Menschen sich treffen können, sich ausleben können. Wir können aber auch super die Anwohner verstehen. Ich selbst wohne auch in der Altstadt. Da ist fast jeden Abend ist was los in den Gassen. Und man spürt dieses Problem eben nicht nur, wenn man von außen drauf schaut, sondern wenn man durch die Gassen geht und dieses Problem oder diesen Zustand, dass sich das in Regensburg relativ stark auf die Altstadt fokussiert, merkt man auch in den sozialen Medien. Also hier jetzt mal visualisiert von der Meme Queen Regensburg, die kennen vielleicht auch einige von euch, eine Situation jetzt am Bismarckplatz oder an der Jahninsel. Also es kommt auf jeden Fall an, dass sich alles auf die Altstadt konzentriert. Das ist auch bei der Stadt Regensburg aufgetreten, dieses Problem, oder auf den Tisch gekommen. Und die haben dann eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um zu überprüfen, okay, wo gibt es denn Freiflächen in der Stadt? Wo können große Menschenmengen zusammen feiern, zusammen wirken? Und dann ist da diese Grafik entstanden und dann sieht man schon hier, diese Freiflächen, die gibt es zwar schon, die sind aber alle relativ weit außerhalb. Wir haben uns dann überlegt, ist es denn überhaupt notwendig, in solchen Menschenmengen zu denken, also in diesen Festival-Menschenmassen?
Und wir dachten uns, nee, ist es eigentlich nicht. Also wir fänden es gut, wenn es eine kleinteiligere Stadtstruktur und auch eine kleinteiligere Stadtkultur gibt. Im gleichen Zuge der ersten Überprüfung hat die Stadt Regensburg auch die zweite Überprüfung in Auftrag gegeben. Und da sieht man schon, dass es Plätze gibt, in denen kleinteilig Kultur auch stattfinden kann. Jetzt exemplarisch vielleicht hier oben am Unigelände, am Unicampus oder auch am Jahnstadion auf dem Parkplatz, wo vielleicht eine kleine Bühne aufgebaut werden kann. So, hier wird auch sogar der Ostpark vermerkt. Und wir finden, das eigentlich ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Also wir würden uns wünschen, dass sich das in Regensburg nicht nur auf die Altstadt konzentriert, sondern dass es in die Stadtviertel geht und dass sich dann auch die Stadtviertel oder die Bewohner der Stadtviertel auch mit diesem Viertel dann identifizieren können. Das heißt, danke. Das heißt, wir würden uns wünschen, dass sich die Bewohner der Stadtteile wirklich auch offensichtlich mit dem Stadtteil identifizieren, das auch ausleben können und wir uns weniger nur auf die Altstadt konzentrieren. So, wir wollen, dass sich das verteilt und dass in möglichst vielen Stadtteilen möglichst viel Kultur geboten ist, dass sich die Bewohner eben auch damit identifizieren können und aus anderen Stadtteilen die Leute in diesen konkreten Stadtteil gehen, wegen einer konkreten Sache so. Weil wenn man jetzt Regensburg anschaut, dann sieht man, dass es wirklich neben dieser Innenstadt, neben diesem Weltkulturerbe einfach viele, viele Stadtviertel gibt, in denen so viel Potenzial ist. So. Und als Beispiel jetzt hier auch eben das Ostviertel, in dem jetzt als Beispiel genannt auf der PLK das schon versucht wird, niederschwellig ein Kulturangebot zu schaffen. Und da würde ich jetzt gerne an den Jakob weitergeben, denn die PLK ist auch Jakobs Spezialgebiet. So. Ihr dürft euch nicht wundern, ich werde mich immer an meinen Text halten. Also die PLK ist ein Beispiel für dezentrale Kulturentwicklung, ganz am Stadtrand, unterstützt durch die Stadt. Die kulturelle Zwischennutzung auf der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne war allerdings schon 2017 bis 2019 wurde dieses ISEC erstellt und da steht es auch schon drin. Eine Zwischennutzung und Verstetigung oder auch Transformation durch urbane Pioniere war dann 2020 Teil der Wettbewerbsausschreibung für diesen städtebaulichen Ideenwettbewerb und auch wurde dann auch im Juli 2020 in dem Wettbewerbsergebnis dargestellt. Ja, das findet sich in den Planungen wieder. Das sind jetzt zum Beispiel 4 Meter Erdgeschosszonen geplant, wo soziale Nutzungen rein sollen, wo Kultur Platz finden soll auch. Man weiß noch nicht so ganz, wie das geht, aber man baut es auch schon mal. Und im EP ist jetzt schon in Aussicht gestellt für, ich glaube, 2025 oder 2026 würde man da erst, also in weiter Ferne, aber man hat jetzt schon mal das Geld reingestellt oder in Aussicht gestellt, dass dort eine Stadtbücherei gebaut wird, wo auch Kultur, Konzerte, also mehr als nur Stadtbücherei stattfinden kann, so, wo sich Vereine treffen können. Es geht hier um das ISEC. Ich habe es ja erwähnt, dass es auch ganz am Anfang schon in dem ISEC stand. Das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept Innerer Südosten, kurz ISEC, wurde im Auftrag der Stadt 2017 bis 2019 von einem Büro aus Nürnberg erarbeitet, in Kooperation mit der Stadtverwaltung. Im ISEC werden viele städtebauliche Ziele und konkrete Maßnahmen zur Aufwertung des Entwicklungsgebiets formuliert, die meist zu 60% förderfähig sind. Das heißt, die Stadt muss dann eigentlich letztendlich nur 40% zahlen. Ja, also diese Förderkulisse wurde früher soziale Stadt genannt und firmiert heute als sozialer Zusammenhalt. Fördergeber eines städtebaulichen Programms sind Bund und Land, die die Kommunen unterstützen. Im Fokus steht die Aufwertung des Lebensumfelds der Bewohner, die durch investive und nicht investive Maßnahmen vorangebracht werden soll. Das heißt, es gibt Maßnahmen, da investiert man in Bausubstanz und es gibt welche, da investiert man in die Gesellschaft. Und es gibt auch Förderprogramme, städtebauliche Förderprogramme, da wird am Schluss abgerechnet, dann muss man den Wertzuwachs wieder, muss die Stadt das einfordern, dass die Hauseigentümer das wieder zurückzahlen, was
dem Wertzuwachs. Das ist bei sozialer Zusammenhalt nicht so. Ja, also nahezu alle Handlungsfelder, die im Bund, die vom Bund für Investitionen im Rahmen des städtebaulichen Programms sozialer Zusammenhalt aufgespannt werden, finden sich in unserer Projektidee wieder. Es geht unter anderem um Verbesserung der Lebensverhältnisse, Aufwertung des öffentlichen Raums, Erweiterung des kulturellen Angebots, Unterstützung ehrenamtlichen Engagements, Aktivierung der Bewohnerinnen und Vernetzung lokaler Akteure. Verlangt wird auch der Aufbau zusätzlicher demokratischer Strukturen in Form eines Quartiersbeirats, der über ein eigenes Budget verfügt, und die Implementierung eines Quartiersmanagements, das zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützt. Das sind eigentlich Sozialarbeiter. Ja, so ein Entwicklungsgebiet ist attraktiv für die Stadt. Wie kommt man dahin? Bevor ein Entwicklungsgebiet festgesetzt werden kann, wird ein Untersuchungsgebiet förmlich definiert. In unserem Fall das Kasernenviertel, das Ostenviertel und das Hohe Kreuz. Die klar umrissenes Gebiet, aber alles durch Bahnlinien voneinander getrennt. Das genaue Vorgehen kann man sich so vorstellen: Die Stadtverwaltung identifiziert strukturelle Defizite, Entwicklungsbedarf und Chancen. Nach Stadtratsbeschluss meldet die Stadt ein Untersuchungsgebiet an. Und um ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept, kurz ISEC, zu erstellen, das Voraussetzung und Fahrplan für das Entwicklungsgebiet ist, wird Verschiedenes untersucht. Bevölkerungsstruktur, auch wie die sich entwickelt, zum Beispiel im Kasernenviertel gibt es einen starken Zuzug. Soziale Infrastruktur, Demografie, Bildungseinrichtungen, Nahversorgung, Wohnungsangebot, Gewerbe, Freiräume, Freizeitmöglichkeiten und Mobilität. Also ganz viele Felder. Notwendige Voraussetzung für die Entwicklung von städtebaulichen Zielen ist natürlich immer Bürgerbeteiligung. Man sieht hier, Leute wünschen sich qualifizierte Grünflächen, Orte für Begegnung und Subkultur. Ich war es nicht, aber... Die Herausforderung besteht nun darin, aus der umfassenden Analyse und den vielfältigen Anforderungen in den Stadtraum in konkrete Umsetzungen zu kommen. Ja, diese Herausforderung stellen wir uns gerne, denn für uns stellen diese weit gesteckten städtebaulichen Entwicklungsziele vor allem die Handlungsspielräume dar. Also, ja, jeder hat es verstanden. Ich verhaspel, aber jeder hat es verstanden. Gut. Am Ende der Untersuchung entsteht ein Zukunftsbild für das gesamte Entwicklungsgebiet Innere Südosten. Beispielhaft möchte ich an dieser Stelle nur wenige Maßnahmenempfehlungen aus dem ISEC nennen. Man sieht hier also auch auf der Karte Qualifizierung der Innenhöfe und des Wohnumfelds, zum Beispiel zwischen Plato Wild und Gericke Straße. Manche Höfe sind total öde. Manche sind total interessant. Warum das so ist, kann man nicht genau sagen. Das könnte man auch mal erforschen und Strategien entwickeln, wie man dahin kommt. Projekte im Sinn des Urban Gardening, möglicherweise als interkulturelles Projekt im Sinne des Konzepts essbare Stadt. Okay, Aufgabenstellung. Gemeinschaftliche und innovative Zwischennutzungen. Leerstehende Gebäude und Flächen sollen aktiviert werden, um dort soziale Treffpunkte mit niederschwelligen Angeboten im Wohnumfeld zu schaffen. Da ist konkret benannt, in der Plattlinger Straße, also am Hohen Kreuz. Und wir eröffnen jetzt in der Gericke Straße einen Kaufladen für Erwachsene als Experimentierraum. Explizit im ISEC benannt ist der Leerstand in der ehemaligen Gartenamtsunterkunft. Ja, ein wichtiger Punkt ist, auch für diesen Ostpark dort die Nutzungsvielfalt zu erhöhen. Eine bereits umgesetzte Maßnahme ist der Bau des Begegnungszentrums in der Gericke Straße, ganz in der Nähe von dem Ostpark. Das hat 6 Millionen Euro gekostet. 60% von dem Geld ist wieder in die Stadt zurückgeflossen. Ist auch gut so. Ich möchte Ihnen einen Einblick geben, wie umfassend das ISEC das Untersuchungsgebiet durchleuchtet. Also das ISEC gliedert die Anforderungen und Maßnahmenempfehlungen in verschiedene Bereiche auf. Hier
die Karte zur Quartiersentwicklung im Bereich Wohnen und Gewerbe. Rosa oder hier dargestellt, ich glaube, ich sehe es noch von der Seite, lila hinterlegt sind die Ziele, die wir mit unserem Projekt verbinden. Wir haben das ISEC sehr genau gelesen, um einen förderfähigen Rahmen für unsere Ideen zu finden und dabei festgestellt, ein Großteil der formulierten und verorteten Ziele deckt unser Projekt ab und schreibt diese fort. Im Bereich Demografie, Soziales und Bildung finden wir uns mit unseren Zielen ebenfalls wieder. Wenig überraschend, auch bei den Entwicklungszielen zu den Bereichen Freiräume, Klima und Mobilität gibt es große Überschneidungen. Es wird deutlich, der integrierte Ansatz, den sowohl das ISEC als auch unser Projekt verfolgt, denkt immer alle möglichen Bezugsebenen zusammen. Und es sind so einzelne vorgestellte Projekte in dem ISEC auch nicht, das sind nur ja, Skizzen, das sind nur so, man wird da nur ein bisschen hingestupst, guck mal dahin. Aber in der Art und Weise, wie es dort als Einzelmaßnahme vorgestellt ist, darf sowas im Rahmen von dem ISEC eigentlich gar nicht umgesetzt werden, das wäre viel zu unterkomplex. Ja, da sieht man es mal, das sind viele Häuser zu sehen. Das ISEC zeigt auch eine städtebauliche Bestandsaufnahme bezüglich Gebäuden und Freiflächen und schlägt konkrete Maßnahmen vor. Die einzelnen Orte und die damit verbundenen Maßnahmenempfehlungen können nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Im Sinne einer Aktivierung der Bevölkerung und einer Aufwertung des Lebensumfelds kann und darf es hier nicht nur um anonyme Sanierungsmaßnahmen gehen, also dass eine Firma macht und dann wird das Haus teurer. Ja. Aufwertungen müssen vor allem im Interesse der Bewohner sein und diese aktiv mit einbeziehen. Also abfragen, was wollen die, oder denen Handlungsspielräume geben. Der daraus aus so einer Aufwertung oder Verschönerung des Lebensumfelds resultierende Wertzuwachs darf keine Verdrängung zur Folge haben. Wie kann das sichergestellt werden? Das ist wirklich ein wichtiges und ein schwieriges Thema bei solchen Entwicklungsgebieten. Hier geht es auch um Eigentumsverhältnisse und es ist gut, dass im Kasernenviertel viele Wohngebäude im Eigentum der Stadtbau sind. Sozialer Zusammenhalt und ein noch integrierterer Ansatz können einer nicht gewünschten Gentrifizierung entgegenwirken. So, also vielleicht habe ich Ihr Interesse am ISEC geweckt. Sie finden das ISEC im Internet. Es gibt auch eine Broschüre. So schaut die aus. Es ist fast vergriffen. Wenn man ins Amt für Stadtentwicklung geht, kriegt man vielleicht noch ein Exemplar, wenn man sich wirklich stark dafür interessiert. In unserer Parkhausbroschüre, die Ihnen ausliegt, und diese bitte nicht mit nach Hause nehmen, weil es sind nur Ansichtsexemplare und die brauchen wir dann noch, können Sie sich auch im Internet anschauen, haben wir die für 2020 vorgeschlagene Maßnahme der Nutzung der ehemaligen Gartenamtsunterkunft als sozialer Kiosk im Ostpark aufgegriffen, vertieft und ortsspezifisch fortgeschrieben. Das heißt, wir haben uns das ISEC angeschaut und im ISEC steht drinnen, was ist angedeutet, was man da will. Und wir haben uns überlegt, was das ISEC will und was Sinn macht. Vergegenwärtigen Sie sich jetzt bitte die im ISEC formulierten Ziele, die wir mit der Parkversorgung erreichen und besonders umgesetzt sehen. Bevölkerung aktivieren. Sehen Sie das oder soll ich es vorlesen? Vorlesen. Ich lese alles vor. Okay, du musst. Erhöhung der Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner. Ach so. Okay. Erhöhung der Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit dem eigenen Lebensumfeld. Vermittlung von Handlungsfähigkeit als Bürgerinnen und Bürger. Verstetigung der aufgebauten Netzwerke. Wir haben das unterschrieben mit, die Handlungsfähigkeit der Bewohner soll gestärkt, Netzwerke verstetigt werden zur Erhöhung der Identifikation mit dem eigenen Lebensumfeld.
Orte der Begegnung und Bewegung schaffen. Ich lese es wieder vor, weil Sie so weit hinsitzen. Etablierung von Bereichen für Ruhe und Erholung, Aktion und Sport, Ausbildung von Begegnungsorten in zentralen Lagen, programmatische Bespielung von Orten in zentralen Lagen mit öffentlicher Wirksamkeit, Bedeutung von Freiräumen zur Integration und Teilhabe von Migrantinnen und Migranten und Geflüchteten am Stadtgeschehen, Ausgewogenheit von zielgruppenübergreifenden Angeboten und zielgruppenspezifischen Interessen. Das klingt interessant. Begehungsorte sollen geschaffen werden, sogar mit programmatischer Bespielung für alle Bewohner und Besucher des Stadtteils. Soziale Durchmischung fördern, Aufbau integrativer und inklusiver Strukturen, Förderung eines lebendigen Miteinanders, Gestaltung offener, niederschwelliger Angebote. Soziale Durchmischung fördert das lebendige Miteinander, integrativ, inklusiv und niederschwellig. Treffpunkte zu Quartieren etablieren. Ja, Unterstützung bereits vorhandener Treffpunkte in ihrer Entwicklung, Ausbau einer programmatischen Bespielung von Treffpunkten, Ausbildung verfügbarer Flächen und leerstehender Gebäude als Treffpunkte zur gemeinschaftlichen Nutzung sowie für innovative Projekte. Aufwertung des direkten Wohnumfelds durch Schaffung von Sitz-, Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, Schaffung neuer Identifikationspunkte zur Verdichtung der sozialen Infrastruktur. Es reicht also nicht, wenn man sagt, ein Kilometer weiter gibt es ja was. Vorhandene Freiräume qualifizieren. Ich lese mal die Zusammenfassung vor. Nutzungsmöglichkeiten vorhandener Freiräume sollen erweitert werden, regelmäßig und dauerhaft. Angebote der Kultur- und Kreativwirtschaft fördern. Ich lese auch die Zusammenfassung, es ist so viel. Sie können das easy ja selbst lesen. Soziale Infrastruktur soll durch kulturelle und kreative Angebote bereichert werden, mit positiven Effekten innerhalb des Stadtteils und weit darüber hinaus. So, jetzt haben wir uns alle ausgewählten Ziele des ISECs vergegenwärtigt. Das ISEC schlägt auch konkrete Maßnahmen vor. Nur noch eine Theoriefolie. Bitte nicht erschrecken, ich habe alle Maßnahmen dabei. Ja, ganz schön viel zu tun. Kann das alles abgearbeitet werden? Ein üblicher und erwünschter Zeitraum für städtebauliche Sanierungsentwicklungsgebiete sind maximal 15 Jahre. Der 2019 erstellte Zeitstrahl für Maßnahmenempfehlungen endet bereits 2027, sieht man hier hinten. Endet übrigens mit der Stadtbahn. Das ISEC kann und muss erwartungsgemäß also fortgeschrieben werden. Einige benannte und förderfähige Maßnahmen, wie zum Beispiel die Erneuerung des Safferlingstegs oder die in Aussicht gestellten Brücken in die anderen Stadtteile, die verbinden sollen, werden nicht so schnell realisiert werden können. Ja, die Einstellung von förderfähigen Geldern in das IP für Maßnahmen zur Steigerung der Nutzungsvielfalt und Etablierung eines sozialen Identifikations- und Begegnungsorts im Ostpark ist allerdings für 2020/21 vorgesehen. Quartiersmanagement und Projektmanagement haben diese ganzen Ziele und Maßnahmen im Blick. Das ISEC ist ein dynamisches Konzept, das auch laufend weiterentwickelt werden muss und soll. Ja, hier nochmal die Struktur einer nicht investiven Maßnahme. Man sieht also hier unten das Logo vom Quartiersmanagement Soziale Stadt. Die Sozialarbeiter arbeiten bei der Diakonie. Die bekommen ihr Geld von der Stadt, arbeiten im Auftrag der Stadt und die Stadt bekommt 60% dieses Geldes von Land und vom Bund zurück. Ja,
Das ISEC formuliert also Ziele und benennt konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität im Entwicklungsgebiet auf vielen verschiedenen Ebenen. Konzentrieren wir uns jetzt auf das Kasernenviertel. Durch die neuen großen Wohnquartiere im Viertel gibt es einen erheblichen Bevölkerungszuwachs. Wer noch nicht dort war, lauft mal durch die Gehrigestraße, am Boschmarkt wird gebaut, hinter der Bebauung oder hinter unserem Kaufladen für Erwachsene, den wir bald aufmachen, heißt Wohnen am Kunstpark. Die Stadtbau hat da an der Platte-Wildstraße hinten auch vor nicht allzu langer Zeit Wohnbebauung fertiggestellt, auch in der Gehrigestraße. Es wohnen also immer mehr Leute im Viertel. So, hier sieht man mal das Viertel. Wir nähern uns dem Ostpark. War schon mal jemand von euch im Ostpark? Ja. Mhm. Ich sehe euch nicht, weil das so blendet. Okay. Wer war noch nicht im Ostpark? Okay, also tatsächlich die Mehrheit. Ja, es wird Zeit, dass wir diesen besonderen Ort kennenlernen. Der Ostpark ist ein wichtiger Naherholungsort. Viel und gern genutzt von den Stadtteilbewohnern, die hier durchradeln, auf der Wiese sitzen, mit ihren Kindern Fußball spielen, sich auf der Parkbank sonnen, den Spielplatz nutzen. Ja, um den hohen Nutzungsdruck gerecht zu werden, wird der Ostpark nun bis Ende 2022 umgestaltet. Was ist geplant? Die asphaltierte Querung auf dem vorangegangenen Bild von Radlern gut genutzt, wird zugunsten einer zusammenhängenden Grünfläche zurückgebaut. Wege werden saniert, neue Wege hin zu sogenannten Ruhebereichen werden angelegt. Vor der Kita entsteht eine wassergebundene Fläche mit Spielangeboten, wie zum Beispiel Pool und Schach. Und vor der ehemaligen Gartenamtsunterkunft, hier oben im Bild zu sehen, wird der Weg zu einem Vorplatz mit Grillsteinen aufgeweitet. Seitlich unter den Bäumen werden zwei Tischtennisplatten aufgestellt. Baubeginn ist noch dieses Jahr, oder? Ja. Was fehlt bei den städtischen Planungen? Es fehlt eine öffentliche Toilette und es fehlt ein Kiosk. Im Maßnahmenbeschluss von Juli 2021 steht, weiter entstand aus der Bürgerbefragung der Vorschlag, im Norden anstelle der bestehend maroden Unterhaltsgebäudes des Gartenamts in einer gesonderten Maßnahme, die nicht Gegenstand dieses Beschlusses ist, ein Multifunktionsgebäude zu errichten. An dieser Stelle wurde das ISEC also nicht vertieft. So, an dieser Stelle noch ein kleiner Exkurs. Nicht nur im Ostpark gibt es Bedarf an öffentlichen Toilettenanlagen. Auf Antrag der Koalitionsparteien gab es im April 2021 eine Berichterstattung der Stadtverwaltung über die Situation in Regensburg. Einige ehemaligen Toilettenanlagen sind in diesem Plan gar nicht eingezeichnet. Die sind schon lange nicht mehr in Betrieb, zum Beispiel die Anlage am katholischen Friedhof. Es sind auch Dixi-Klos, werden auch auf Spielplätzen aufgestellt, was in Corona-Zeiten schwierig ist. So, es gibt Behindertenklos, ist alles da eingezeichnet. Man sieht, im Ostpark gab es eine öffentliche Toilette. Ja, gab es mal. Wird es wieder eine geben? Es wurde auf jeden Fall in der Sitzung so in Aussicht gestellt, ja, möglicherweise, da gibt es ja diese Gartenamtsunterkunft und da kann man sowas machen. Eine Erfrischungsstätte unter bunten Sonnenschirmen hätte es auch schon lang geben können. Heute würde man das Kiosk, Café oder Parkversorgung nennen. Die Vorfreude der Leser des Zeitungsartikels von 1955 auf ein Kiosk im Ostpark haben wir uns bis heute bewahrt. Erfrischungsgetränke, Toiletten, Musik und Spiel ziehen Leute aus dem ganzen Stadtgebiet an und die sehen dann auch
viele zum ersten Mal den Ostpark. Mit dem Sommerprogramm des Stadttheaters begann auch unsere Öffentlichkeitsarbeit für ein Gemeinschaftshaus im Ostpark. So, jetzt ist die Eva wieder dran. Man sieht hier also die Bühne vom Stadttheater, eine große Bühne. Das Stadttheater war auch nur einmal da, der Rasen war danach kaputt. Es war toll, dass das Stadttheater da war, aber mit einer kleineren Bühne könnte sich wahrscheinlich ein regelmäßiger Veranstaltungskalender, wie er im ISEC gefordert ist, verstetigen und immer stattfinden. Danke. Eva. Ja, danke Jakob. Also das war ja jetzt richtig, richtig viel Information. Aber genauso ist natürlich das ISEC unglaublich vielfältig und unglaublich komplex. Und Jakob hat versucht, das jetzt mal zu überreißen. Es geht da noch viel tiefer. Ich glaube, man muss das aber jetzt noch mal ein bisschen vereinfacht darstellen. Und so, es gab also jetzt in dem Ostpark das Theater und wir waren natürlich da auch zugange und haben uns das Theater angeguckt. Und was man da echt bemerken konnte, war Folgendes, und zwar, dass so ein bisschen Belebung und ein bisschen Bewegung in dem Park echt gut tut. Und so der Park auch ein echtes Potenzial dafür hat. Und wie Jakob jetzt eben auch schon erklärt hat, gibt es jetzt da diese Gartenamtsunterkunft an der einen Seite des Parkes. Und auch dieses Gebäude wird ja ganz explizit im ISEC schon benannt. Also da soll jetzt irgendwas passieren. So. Und wir standen im Park und haben uns natürlich schon gefragt, okay, was ist das jetzt für ein Haus und was handelt sich da? Und genau, ich gebe da jetzt einen kleinen Überblick über das Gebäude. Also das kleine Häuschen wurde also vom Gartenamt genutzt. Also es wurde genutzt, es wird nicht mehr genutzt. Das Gartenamt hat jetzt eine neue Unterkunft bekommen. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, dass das Gebäude super einfach strukturiert ist. Also es gibt zwei Teile in dem Gebäude, kann man sagen. Der eine Teil besteht daraus, dass es einen Brotzeitraum gibt. Man kann auch da erkennen, okay, ist ja noch halbwegs gut im Schuss, aber wird eben nicht mehr genutzt. Und der andere Teil von dem Gebäude ist eben ein Lager. Da wurden eben die Gerätschaften gelagert, die für die Pflege des Parkes benutzt worden sind. Und diese zwei Räume, also diese zwei Haupträume, wurden also getrennt von einem WC. Und damals muss das wohl so gewesen sein, dass der Gartenamtsmitarbeiter einfach mal die Tür offen gelassen hat und es konnte von den Parkbenutzern und Parkbesuchern auch da noch als öffentliches WC benutzt werden. Aber das ist jetzt natürlich nicht mehr denkbar unter den heutigen Voraussetzungen und Strukturen. Genau, also wir waren in dem Gebäude drin und haben uns ein bisschen umgeguckt, weil natürlich schon irgendwo der Gedanke da ist, wenn es jetzt diese ganzen Forderungen aus dem ISEC gibt und auch in diesem Park eben der Kiosk entstehen soll und die öffentliche Toilette entstehen soll, haben wir uns natürlich schon gefragt, ja, kann das denn nicht einfach in dem Gebäude stattfinden? Also haben wir uns das näher angeschaut und was natürlich jetzt schon auf den Bildern erkenntlich ist, also warum hat das Haus eigentlich so eine komische Struktur, wie es jetzt dargestellt ist? Also warum gibt es da diese Vor- und Rücksprünge und warum gibt es diese Nischen, diese pfeilerartige Struktur? Und genauso beim Eingang kann man erkennen, dass es da so merkwürdige Mauerwerksbögen gibt. Und da sind wir natürlich schon ein bisschen stutzig geworden, weil das natürlich nicht zu der Baustruktur oder zu der Bauweise von solchen Gebäuden, von so einem garagenartigen Gebäude eigentlich dazu passt. Also war für uns eigentlich klar, gut, wir müssen ja da so ein bisschen tiefer in die Recherche einsteigen und müssen ja mal gucken, was das denn jetzt wirklich für ein Gebäude ist. Wir sind dann, glücklicherweise ist uns dieses Luftbild in die Hand gefallen. Das ist ein Luftbild, das hat uns der Bürgerverein Südost zukommen lassen. Und was jetzt da ganz interessant zu sehen ist, dass es, also diese Freifläche rechts unten ist jetzt der heutige Ostpark und der Ostpark ist da auch schon gesäumt von den Kasernengebäuden außenrum. Und wenn man genauer guckt, sieht man jetzt so jeweils vor dem Kasernengebäude so ein kleines Türmchen.
mit dem Laser zeigen, sagt der Aaron. Hier und da. Genau. So, und jetzt stehen da diese zwei Türmchen und witzigerweise steht eins der Türmchen genau auf dem Platz, wo die heutige Gartenamtsunterkunft auch steht. So muss es dann damals da ausgesehen haben. Also es war ein Exerzierplatz dort, es war ein Truppenübungsplatz und jetzt auch da im Hintergrund kann man den Turm in der Ansicht sehen. Die Bilder sind von 1957 und genau, das Luftbild ist von 1957, also ist auch schon eine Zeit lang her. Also. Damals wurde der Park an die Stadt Regensburg übergeben und da wurde auch der Wunsch geäußert, dass diese Latrinengebäude eigentlich abgerissen werden sollen. Wir haben weiter recherchiert und haben uns nach München gewandt, an das Hauptstaatsarchiv, an das Bayerische in München. Und die haben uns diese Pläne glücklicherweise geschickt. Und vielleicht kann man den Plan oder man musste den Plan eigentlich eher ja, wie einen Masterplan lesen, also wie solche Kasernengebäude damals funktioniert haben. Und es gibt also da jetzt das Hauptgebäude und so ein bisschen abgerückt vorangesetzt, gibt es so einen kleinen Anbau und da handelt es sich um das sogenannte Latrinengebäude, also das ist mehr oder weniger sind das die Sanitäranlagen für die Kaserne. Genau. So, und jetzt ganz interessant, guckt man jetzt auf den Lageplan vom heutigen Ostpark und legt mal diesen Masterplan drüber, sieht man, glaube ich, ganz eindeutig, dass das Gartenamt damals so ein Latrinengebäude war, also auch diese historischen Mauern ja womöglich noch in dem Gebäude versteckt sein müssen. Guckt man sich jetzt noch ein bisschen weiter um im Park, findet man auch tatsächlich so ein Türmchen. Das ist ein Gebäude, das wird heute als Aktenturm verwendet, als Aktenlager. Also es gibt da das Zentrum Bayern Familie und Soziales, nennt sich das. Das ist die Institution hinten dran. Und genau, die verwenden das momentan als Lager. Und auch da kann man jetzt natürlich sehen, gut, die haben das Gebäude modifiziert, also die haben Fenster zugemauert oder wie auch hier die großen Torbögen im Erdgeschoss verschlossen, also einfach der heutigen Nutzung angepasst. Genau, und jetzt auch der Blick nach innen. Man sieht jetzt auch dort wieder diese merkwürdige Mauerstruktur, aber jetzt mit dem Background oder mit dem historischen Wissen dazu versteht man natürlich, warum das so gebaut wurde, was vorher ja nicht ganz klar war bei dem Gartenamt. Genau, die Ansichten zeigen jetzt schon, okay, so es gibt oben gibt's eben das die ehemalige Gartenamtsunterkunft und unten der Aktenturm und man sieht jetzt schon, okay, das muss ja eigentlich schon die gleiche Struktur sein. Grundrisse geben da noch mehr Auskunft darüber, also obwohl es eine verschiedene Nutzung gibt, hier oben beim Aktenturm im Erdgeschoss die Garagen, ne? Und bei der ehemaligen Gartenamtsunterkunft eben den Pausenraum und das Lager. Aber auch jetzt sieht man, glaube ich, ganz klar, dass die Gebäude eigentlich eins zu eins dasselbe sind. Genau. So, und daraus, also aus diesem ganzen Wissen da hinten dran und diesem historischen Background hat sich jetzt eigentlich unser, ja, kann man sagen, übergeordneter Entwurfsgrundsatz gebildet. Und unser großer Wunsch eigentlich bei dem Entwurf war jetzt der, dass man diese Zusammengehörigkeit von den Gebäuden wieder ganz klar zeigt und spürbar macht, auch an der Stelle, weil es gibt den Aktenturm und der hat ja eine gewisse Seele so, also man kann sofort verstehen, was das für ein Gebäude ist. Und dann gibt es da so unser Mauerblümchen, das ja hinter Bäumen und Büschen so ein bisschen versteckt in der Ecke sitzt. So. Und ich glaube genau, wenn man diese Zugehörigkeit wieder herausstellen will, dann glaube ich, kriegt auch unser Gebäude oder die Gartenamtsunterkunft und dann später das Parkhaus wieder eine ganze andere Gewichtung. Genau, und der Aaron erzählt jetzt was darüber, welche Konsequenzen sich daraus ergaben. Ja, danke Eva. Wir haben ja vorhin im ISEC gehört,
was da an diesem Park oder konkret auch an diesem Ort da so passieren soll. Also da ist die Rede von einem Kiosk und auch von sowas wie einem Gemeinschaftsraum, von einer Open Kitchen. Und diese Nutzungen, die brauchen im ersten Schritt eigentlich ja erstmal Licht. Also um diese Räume da drin nutzbar zu machen, braucht man quasi Fenster oder Öffnungen. Wir haben uns dann gefragt, ja, wo setzt man die? Und eigentlich kam mir dann ganz schnell auf die Lösung, ja gut, hier daneben sieht man es, da, wo die Öffnungen halt schon irgendwann mal drin waren. Also nicht nur vorne, sondern auch auf der Seite. Das heißt, wir machen quasi vorne die Öffnung wieder auf. Auf der Seite stellen wir hier diese alte Fassade, also diese alte Dreiteilung wieder her. Und hier auf der anderen Seite öffnen wir es nur halb, weil da der Kiosk dann irgendwann mal angesiedelt werden soll. Dazu gibt es eben das Dach, das vieles mitbringt. Es bringt diese historischen Mauerstürze, die vielleicht jetzt in einem anderen Material sind, um zu zeigen, okay, da wurde was verändert. Aber es schaut wieder ähnlich aus. Und diese Mauerwerkstürze, die neuen Stürze, stellen quasi auch wieder die Verbindung zum alten Latrinengebäude oder zu dem Latrinengebäude, also auf der anderen Seite des Parkes, quasi auch wieder her. Also die gehören wieder zusammen und der Besucher des Parkes versteht, warum das eine da steht und warum das andere jetzt auch wieder da steht. Wenn man das dann im Grundriss konkret anschaut, dann haben wir hier eben auf der rechten Seite konkret den Gemeinschaftsraum mit der großen Öffnung nach vorne, mit einer Küche, also da kann dann das Viertel einfach kommen, Feste feiern. In der Mitte dann die Sanitärzelle, da werden quasi nur die Sanitärobjekte ausgetauscht, erneuert, ein bisschen umstrukturiert, dass da vielleicht sogar noch sowas wie eine Dusche Platz hat. Und auf der linken Seite gibt es den Kiosk mit der kleineren Öffnung, dass da rausverkauft werden kann. So in diesem Maßnahmenbeschluss, zwar nicht konkret benannt, aber doch in Aussicht gestellt, ist ja noch das öffentliche WC. Und wir haben jetzt ja diesen rechten Bereich, in dem mal dieses ehemalige Gartenamtslager war, haben wir ja quasi das Lager rausgenommen. So. Also wir haben jetzt diese zwei Objekte, die irgendwie nicht in dieses Gebäude passen, weil das Gebäude ja vielleicht auch einfach mit der Größe an seine Kapazitäten kommt. Das heißt, das Hauptgebäude, also der Kiosk mit Gemeinschaftsraum, bekommt jetzt noch zwei Freunde vorgesetzt. Einmal diese öffentliche Toilette und einmal dieses Gartenamtslager. Kleine Gartenamtslager mit kleinen Geräten so. Wir fanden es eigentlich ziemlich gut, dass man das outsourced, weil jetzt diese Nutzungen unabhängig voneinander funktionieren können. Also das Kiosk ist nicht angewiesen auf die Toilette und das Lager ist auch nicht angewiesen auf den Kiosk. Das heißt, das WC, das öffentliche WC, kann auch die ganze Zeit offen sein, auch wenn der Kiosk zu ist quasi. Wenn man dann einmal um das Gebäude rumgeht, das dauert jetzt ein bisschen, weil die Pläne... Ja, okay. Wenn man das jetzt einmal um das Gebäude rumgeht, dann ergeben sich diese Fassaden. Also wir gehen davon aus, dass hinter dieser neuen Putzfassade quasi diese alte Mauerwerkstruktur wieder rauskommt. Hier sieht man auch ganz schön, dass diese zwei Elemente da vorne drin gar nicht so stören. Also die verschließen diese alte Fassade auch gar nicht. Und uns war wichtig, dass man quasi genau sieht von vorne, wo ist der Kiosk, also wo kriege ich was und wo ist dieser öffentliche Bereich. Dieser öffentliche Bereich, das war uns wichtig, dass der einfach eine große Öffnung bekommt, dass man sofort weiß, okay, da kann ich sein. Auf der nächsten Seite, wenn es lädt, stellen wir, wie gesagt, diese Dreiteilung her, also wie es eben in diesem historischen Gebäude wieder war. Die Rückseite, zugewandt zum Sozialgericht Regensburg, lassen wir eigentlich so schlicht geschlossen, wie sie war. Und auf der Seite, die zu den Büschen und zu den Bäumen hinzeigt, kommt noch eine Treppe dazu, um das Dach begehbar zu machen. Und hier sieht man auch nochmal die Größe der zwei Dinger, die sind wirklich, also unserer Meinung nach nicht störend so. Hier in der Isometrie sieht man dann noch, wie sich hier so ein Platz quasi aufspannt vor diesem Kiosk, der die Leute zum Verweilen einlädt, der die Leute auch anzieht. Hier sieht man noch, dass das Dach eben nutzbar gemacht wird. Wir stellen uns da sowas vor wie Urban Gardening. Das wurde auch im ISEC konkret benannt, dass das dort in diesem Park stattfinden soll. Und durch die Zweigeschossigkeit bieten wir da einfach einen Ort, einen geschützten Bereich, wo man eben seiner Tätigkeit nachkommen kann und sich aber auch dort oben durch die Zweigeschossigkeit geschützt unterhalten kann oder auch sein kann. Genau. Und
Jetzt muss man sich irgendwie, glaube ich, nochmal ganz grundsätzlich die Ziele vom ISEC ins Gedächtnis rufen. Also es geht ja darum, dass in diesem Park ein Ort entstehen soll, wo ein sozialer Treffpunkt stattfinden kann. Und es soll ein Ort entstehen, wo Bewegung und Bewegung sein kann. Und dann soll da ein Ort entstehen, mit dem sich die Leute wirklich, wirklich, wirklich identifizieren können. Und es soll ein Ort entstehen, ja, der genau das alles mitnimmt. So. Und jetzt kann man sich das doch ganz wunderbar vorstellen, dass der Platz, der da aufgespannt wird, also wir unterstützen ja oder wir gehen ja da auch mit der Planung, die es bis jetzt schon gibt, auch mit so. Wir rahmen das noch ein bisschen mit den zwei Freunden. Aber jetzt kann man sich das doch wirklich gut vorstellen, dass das an der Stelle funktioniert. Also zum Beispiel, wenn es jetzt gerade WM ist und ein Public Viewing stattfinden soll. Oder genauso eine Band kann da das Equipment aufbauen und ein kleines Konzert halten, eine Vorlesung oder was auch immer. Aber ich glaube, dass dieser Platz, der dort aufgespannt wird, natürlich immer in Bezug mit dem Kiosk und mit der Open Kitchen und mit diesem Gemeinschaftsraum kann genau die Ziele erreichen, die ja schon mal beschrieben worden sind. Ja, und so könnte das dann irgendwann mal ausschauen. Ich hoffe, dass wir durch so kleine Eingriffe, also mit 1, 2, 3 kleinen Eingriffen das geschafft haben, dass man die Gebäude wieder zuordnen kann, also dass man versteht, wo das Parkhaus hingehört und auch so die anderen Gebäude wieder besser versteht. Und auch, dass die Leute dort einen Ort finden, mit dem sie sich identifizieren können. Und man kann jetzt natürlich noch weiter spinnen und kann die ganze Szenerie noch weiter denken. Und was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn das Parkhaus noch ein Geschoss drauf bekäme oder vielleicht da sogar noch 2 Geschosse? Oder, ich meine, man weiß ja, dass in diesem Park, in dieser Anlage noch mehr von den Latrinengebäuden standen. Ne? Was wäre denn, wenn man wieder mehrere von den Gebäuden bauen würde und dann aber mit einer sozialen und mit einer kulturellen Nutzung versieht und dann könnte das doch wirklich zu einer Steigerung von der Qualität von dem Park führen. Genau, und jetzt war das ja nur so ein Teil von unserer Arbeit, also der Entwurf. Aber wir reden ja die ganze Zeit davon, dass es ein soziales Projekt sein soll und dass es ein partizipatives Projekt sein soll. Und jetzt fragt man sich natürlich schon, okay, wie geht das jetzt? Also wie kann der Bürger aus dem Südosten jetzt da teilnehmen? Und jetzt kommt eigentlich der spannende Part und das ist die sogenannte Kulturbaustelle, die der Jakob jetzt nochmal erklärt. Ja, unser Ziel ist es, hier im Ostpark mit den Stadtteilbewohnern einen kleinen Kulturort zu schaffen, der nicht nur für das Viertel interessant und bereichernd ist, sondern weit über die Grenzen des Sanierungsgebiets innerer Südosten hinaus eine Anziehungskraft entfaltet. Wir begreifen das Gemeinschaftshaus Ostpark als ein den sozialen Zusammenhalt beförderndes Architekturprojekt, das erhebliches Potenzial für Weiterentwicklungen bietet. Die Eva hat es schon ganz schön frei gesagt. Ich lese immer alles ab. Ja. Warum also das Gebäude nicht einfach abreißen, eine Bodenplatte betonieren und ein Multifunktionsgebäude in Ständerbauweise errichten? Ja, ob da noch Platz für einen Kiosk ist oder die Küche neben der öffentlichen Toilette Platz findet und ebenso, wann das passieren würde und ob sich für ein Kiosk ein Betreiber finden würde oder ob der dann schon im Vorfeld über die Tischkante fällt, ist fraglich. So kommt man also im Sinne des sozialen Zusammenhalts vermutlich nicht weiter. Ein Gemeinschaftshaus sollte doch am besten gemeinsam gebaut werden. Ja, schon das erwartbar zeitintensive Arbeit mit dem Bestand der historischen Bausubstanz erzeugt Aufmerksamkeit und eröffnet ideale Beteiligungsmöglichkeiten.
Also das Abriss, der Abriss des Dachs, man kann den Putz abschlagen, die Sichtmauern freilegen, graben, Bodenunebenheiten ausgleichen, Estrich gießen, Fliesen putzen, Mörteln mauern, Formen bauen, Metallarbeiten, Elektrik und Wasserleitungen vorbereiten, Schalungen bauen, Bewehrungen flechten, Innenausbau, eine schöne Möblierung schaffen eben. Ja, natürlich gibt es viel zu tun. Von eher einfachen bis hin zu anspruchsvollen Arbeiten. Es gibt überall entsprechende Anknüpfungspunkte, um das Projekt zu unterstützen. Die Leute im Park werden sich freuen. Nicht nur auf die höhere Aufenthaltsqualität, die der Ostpark durch den Bau des Gemeinschaftshauses bekommt, sondern auch schon auf den Bau selbst. Anders als Baustellen sonst soll unsere Kulturbaustelle von Anfang an Grund zur Freude bieten. Die Zielgruppe für die Errichtung und Bespielung des Parkhauses im Ostpark ist eindeutig festgelegt. Menschen jeden Alters, jeglicher sozialer Herkunft sind angesprochen und aufgefordert, sich zu beteiligen. Nach persönlichen Interessen und Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, mit Ideen, Wünschen und Bedürfnissen. Das Projekt lebt von Anfang an von den Menschen, die es gemeinsam gestalten und wachsen lassen. Ja, wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Wie funktioniert unsere Kulturbaustelle? Ja, wir wollen natürlich so bald wie möglich mit der Kulturbaustelle anfangen. Bis nächsten Frühling, es wird dann wieder Sommer. Da wollen wir dann auch jahreszeitlich weitermachen und auch zwischenzeitlich weiter planen und arrangieren. Und bei der gemeinschaftlichen Realisierung der Kulturbaustelle haben wir überhaupt gar keinen Zeitdruck. Also je länger das dauert, je länger wir diese Aufmerksamkeit auf uns ziehen können mit der Baustelle, je mehr Gespräche wir da führen können, je mehr Leute wir da treffen, je mehr Kultur wir da machen, desto besser für uns. Unsere Baustelle bietet einen Anknüpfungspunkt für Engagement und Vernetzung. Jeder kann sich beteiligen, unmittelbar vor Ort. Wir brauchen Leute, die sich an den Planungen beteiligen. Wir brauchen Leute, die sich auf der Baustelle selbst einbringen. Wir brauchen Leute, die ein regelmäßiges, niederschwelliges Kulturprogramm auf die Beine stellen und am Laufen halten. Ob ein kleines Konzert, eine Lesung, Vorträge, Diskussionen, Picknick, alles, was eine Baustelle zu einem interessanten und schönen sozialen Ort macht, ist denkbar und willkommen. Ganz nebenbei kann so der Begegnungsort als späterer Kiosk, offene Vereinsküche und Bühne schon während der Bauphase exemplarisch erprobt und vorgestellt werden. Alles unmittelbar vor Ort und direkt im Stadtteil. Die Identifikation mit dem Projekt und dem eigenen Lebensumfeld kann so gestärkt werden. Und das nehmen wir wörtlich. Unsere Baustelle findet nämlich nicht nur im direkten Lebensumfeld der Bewohner statt, sondern durch sie selbst. Wir laden Sie an dieser Stelle ein auf eine kleine gedankliche Reise zu unserer partizipativen Kulturbaustelle. Bei uns übernehmen alle gleichermaßen Verantwortung. Wohnungslose vom UFO, genauso wie Akademiker, die in ihrer Freizeit den Putz von den Wänden klopfen. Geflüchtete, genauso wie Neubürger aus den neuen Wohnquartieren, die sich den Stadtteil erschließen, indem sie auf unserer Baustelle mithelfen. Ein Doktor der Philosophie hat genauso viel zu sagen wie ein Handwerker. Jeder kann hier seine Kompetenzen einbringen, vom Brötchen schmieren bis hin zum Konstruieren oder Musik machen. Ja, wichtig, Partner im gesamten Prozess sind bereits der Bürgerverein Südost und das Quartiersmanagement, die unser Projekt unterstützen. Am kommenden Montag sind wir auch eingeladen zur Fragestunde beim Quartiersmanagement, kann leider nur als Zoom-Veranstaltung stattfinden. Ja, aber wir sind in engem Kontakt. Wir wollen unser Netz natürlich noch weiter spannen über die Sportvereine bis hin zu Bildungseinrichtungen, Elternbeiräte, soziale Einrichtungen wie zum Beispiel das benachbarte UFO. Möglicherweise kann uns der Werkhof beraten zur Seite stehen. Wir suchen nach Firmen und Handwerkern, die uns unterstützen, anleitend oder ausführend und somit auch
Tätigkeiten übernehmens. Ja. Das zivilgesellschaftliche Projekt kann im Sommersemester 2022 in das Lehrprogramm des Studiengangs Architektur in vielfältiger Weise einbezogen werden, zum Beispiel auch im Bereich Bauforschung und Denkmalpflege. Auch angehende Bauingenieure und Dozenten sind herzlich willkommen. Die müssen wir noch genauer fragen und das klar machen. Die Fakultät Soziale Arbeit ist ein besonders wichtiger Partner auf Seiten der Hochschule, den wir uns wünschen. Auch hier werden wir in Kontakt treten. Studierende der musik- und bewegungsorientierten sozialen Arbeit könnten sich zum Beispiel beim inklusiven Kulturprogramm einbringen, beraten durch ihre Dozenten. Ja, unser Projekt bleibt dabei ein zivilgesellschaftliches Projekt. Es ist kein Projekt der OTH, wo der Präsident oder wie heißt der Dekan? Der Dekan der OTH dann irgendwie in kein Fettnäpfchen treten will oder kann. Wir bleiben beweglich. Wir versprechen uns eben davon eine hohe Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen und machen interdisziplinäres Arbeiten in der Praxis möglich. Ja, als soziales und partizipatives Projekt suchen wir den Anschluss an die sozialen Initiativen. Wie ihr wisst, haben wir 4 Seiten im Novemberstrudel untergebracht. Wir sind uns sicher, dass wir es auch demnächst aufs Titelblatt schaffen werden. Das Wichtigste, wir wollen als Parkhaus e.V. dem Dachverband der sozialen Initiativen beitreten. Und ich glaube, die nehmen uns mit offenen Armen auf. Ja, vorbereitend zur Kulturbaustelle finden im Stadtviertel bereits jetzt Projekte statt. Darüber aktivieren wir das gesamte Viertel. Die Flyer liegen bei euch auf den Tischen aus und landen morgen in allen Briefkästen. Und ausgehend von einem Projektraum, der heißt Kaufladen für Erwachsene, wollen wir die Nachbarschaft für die Parkhaus-Kulturbaustelle aktivieren und ganz nebenbei für im ISEC formulierte Ziele sensibilisieren. Der Kaufladen für Erwachsene in der Gericke Straße wird ein sozialer Experimentier- und Projektraum und eine Galerie. Leerstandsmanagement wie im ISEC gefordert. Der Raum steht allen Interessierten offen. Mit an Bord sind bereits Campus Asyl, Transition Regensburg und ein serbischer Fußballverein. Nachbarn wollen ihr Klavier reinstellen. Der Werkhof leiht uns Material für eine Fahrradwerkstatt. Es wird wunderschön. Ja, und ausgehend vom Projektraum arbeiten wir uns Gärtnern durch das Stadtviertel und schaffen so auch ein Bewusstsein für die unmittelbare Umgebung im eigenen Lebensumfeld. Also zunächst mal sind wir in Kontakt mit der Stadtbau und fangen an, dort Ringelblumen und Johannisbeeren zu pflanzen und die Hausbewohner zu fragen, ob die das überhaupt wollen und ob die da mitmachen wollen. Und dann arbeiten wir uns vor in andere Eigentumsverhältnisse, so der Plan. Wenn Sie gute Stellen für Riebisselhecken oder Ringelblumen wissen, sagen Sie uns Bescheid. So, werden jetzt schon die Grundlagen für die notwendigen Strukturen der Kulturbaustelle gelegt. So, ja, besonders wichtig, wir gründen den Parkhaus e.V. Der Parkhausverein leistet die kulinarische und kulturelle Parkversorgung, ist Ansprechpartner für die Stadtverwaltung und wickelt die förderfähige Baumaßnahme ab und kümmert sich um den Betrieb und den Unterhalt des Parkhauses. So kann zum Beispiel auch ein Betreiber für den Kiosk gefunden werden. Der Verein hält weiterhin Kontakt zur OTH, zum Gemeinschaftszentrum Gericke Straße, zu weiteren Einrichtungen der Stadt und Stadtteilbewohnern und spannt damit ein soziales Netzwerk auf. Ziel ist es, einen wachsenden Verein zu etablieren, der allen niederschwellig offen steht. Der Parkhaus e.V. betreibt das Parkhaus, betreibt die Parkversorgung. Ja. Der Kostenplan fehlt. Also über die Kosten müssen wir uns später unterhalten. Das ist sensationell billig. Ja, also kommt zwar jetzt nicht, aber ich sage trotzdem ein paar Worte. Die Architekturstudenten
haben die zum derzeitigen Zeitpunkt erwartbaren Kosten detailliert durchgerechnet, um eine Schätzung abgeben zu können. Die haben wir der Stadtverwaltung übermittelt. Die 5 Seiten finden Sie auch im Internet. Näheres dazu können Sie gerne im anschließenden Gespräch erfragen. Wir geben hier gern Auskunft. Also wir arbeiten seit Mai an dem Projekt und wollen ungebremst weiterlaufen. Unsere Kulturbaustelle soll parallel zu den Baumaßnahmen im Park stattfinden. Das macht Sinn. Um mit der Kulturbaustelle im Sommer 2022 beginnen zu können, muss jetzt förderfähiges Geld ins EP eingestellt werden. Theoretisch wäre es auch mit einem Nachtragshaushalt bis so circa Februar, im April wird es dann allmählich knapp, dass die Regierung das Geld quasi förderfähig machen kann. Dazu braucht man noch eine Zusage. Prinzipiell geht es auch immer, aber diese Kontingente für diese städtebaulichen Förderungen, die werden halt auch einmal im Jahr verteilt und dann wird es eben schwieriger. Möglich ist es jederzeit und immer. Es sollte einfach jetzt passieren. Es handelt sich nicht um eine große Summe. Das Projekt wird der Stadt fast nichts kosten. Und sollte es sich im Rahmen der weiteren Planungen oder des Fortgangs unseres Engagements herausstellen, dass unser Projekt nicht realisierbar ist, dass es nicht gewünschbar ist, wie auch immer, dass es nicht stattfindet, dann kann man das ohne weiteres ins Folgejahr verschieben, dieses Budget, was da eingestellt ist. Man kann es auch ins Folgejahr verschieben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist ein Dreizeiler. Und damit hat man es verschoben und der Stadt entsteht dadurch keinerlei Schaden. Es gibt also eigentlich aus meiner Sicht kein Argument dafür, jetzt nicht Geld für das einzustellen, was sowieso im Ostpark geplant ist. Im Übrigen, nochmal so ein bisschen Hintergrundfacts, ich will jetzt nicht die Stimmung runterziehen, es werden viel größere Summen, zig Millionen Summen, ins IP eingestellt, einfach um politisch handlungsfähig zu bleiben. Das ist auch okay. Aber unsere Summe wird den Haushalt praktisch nicht sprengen, sodass sich dann irgendwie niemand mehr einen Kugelschreiber kaufen darf oder der nicht genehmigt wird. So, wir haben uns einen Zeitplan gesetzt. Ich habe es ja schon gesagt. Natürlich schaffen wir das nur mit eurer Unterstützung und mit der Unterstützung verschiedener Akteure, von denen uns schon einige zur Seite stehen. Auf der Webseite des Architekturkreises finden Sie alle relevanten Informationen zum Projekt. Da ist auch unsere Webseite, es ist jetzt noch die Riebiesel-Webseite, wir werden irgendwann mal eine eigene machen, wenn es ins Rollen kommt, verlinkt. Da finden Sie auch die Broschüre und unsere Planungen. Und wenn Sie in Kontakt treten wollen, schreiben Sie einfach mir, jakob@riebiesel.org. Vielen Dank. Genau, und zu guter Letzt natürlich, also ich glaube, eine wichtige Message, die man jetzt aus den letzten 5 Minuten mitnehmen muss, ist, dass dieses Projekt, glauben wir, wirklich nur funktioniert, wenn Leute sich engagieren, ganz klar. So, und jetzt kann man vielleicht den Eindruck haben, dass 4 Studentinnen und Studenten und ein Stadtrat das Projekt gemacht haben. Das stimmt natürlich so nicht. Also wir hatten auf jeden Fall Unterstützung. Wir hatten Unterstützung von der Sabine, die uns Tag und Nacht begleitet hat. Wir hatten Unterstützung vom Markus Emde, Professor an der OTH, der uns natürlich seit Schritt Nummer 1 beratend zur Seite stand und uns ein bisschen gelenkt hat in die richtige Richtung. Genau, und zu guter Letzt, wie immer wird es hinten raus knapp und die Zeit wird eng. Und die Anna hat uns geholfen, die Broschüre so schön zu machen, wie sie jetzt ist. Anna Artmann, genau. Dankeschön, danke.
genau. Ja. Wir haben auch noch ein Geschenk dabei für den Bernd. Ja, du musst es annehmen. Es ist ein Hochhaus mit einem Parkhaus drauf. und ich kann dir so viel verraten. Das ist schwer. Ja. Das lässt hoffen. Dankeschön. Ja, vielleicht sage ich noch schnell was. Ich habe es in der Einleitung gesagt, ich finde es eigentlich wirklich beeindruckend. Und eigentlich ist es das, was man sich ja immer erträumt. Es machen Theoretiker einen Plan, dieses ISEC, schreiben ganz dicke Bücher und sprechen von bürgerschaftlichem Engagement. Und das findet hier jetzt statt. Und deshalb kann ich eigentlich als Architekturkreis nur sagen, wir müssen alles tun, dass das was wird. Und ich kann an der Stelle auch nur an die Verwaltung appellieren, die Steinchen, die da im Wege liegen, möglichst aus dem Weg zu räumen, dass das auch wirklich Realität werden kann. Weil das könnte ein wirklich tolles Projekt für Regensburg sein, auch wenn es nur klein ist. Aber es hätte eben diesen Effekt, dass sich Leute einer Sache annehmen und einfach nicht locker lassen. Und wenn das in eine Realisierung kommt, kann uns das eigentlich in der Stadtgesellschaft nur weiterhelfen. Und den Appell will ich unbedingt loswerden und meine Hochachtung an eure Arbeit. Danke. Danke.